mit offenen Augen wirklich wird, woran wir glauben. Ich wohne im Oberallgäu zwischen Kempten und Oberstauf am Niedersonthofener See auf 850 Meter Höhe. Demnächst werde ich 58, ich gebe es jetzt halt mal zu. Ich habe 5 eigene Kinder, den letzten habe ich mit knapp 48 bekommen. Und es ist was zu tun. Dann habe ich noch 5 Angeheiratete, mein Mann hat 5 mitgebracht. Also ich bin eigentlich so auch schon ganz gut beschäftigt, aber es reicht nicht. Jetzt erzähle ich Ihnen, also ich muss Ihnen jetzt meine ganze Lebensgeschichte erzählen, das langweilt Sie, Sie wollen wissen, wie Sie Selbstversorger werden können. Also wenn mir das einer gesagt hätte mit Anfang 20, dass ich mal auf so eine Idee komme, hätte ich gesagt, du spinnst komplett. Ja? Oder mit anderen Worten, was mein Vater immer über mich gesagt hat, kannst du einmal was normal machen? Also ich kann es wohl nicht. Es treibt mich immer irgendwas um, was auszuprobieren, was neu zu machen. Also ich war früher Verwaltungsleiterin bei Hewlett-Packard. Ich habe echt, jetzt halt dreckige Finger, ich habe wirklich keine Ahnung vom Gärtnern gehabt. Und jetzt fange ich an. Es hat mich irgendwann ergriffen und es fasziniert mich bis heute, sodass ich kann einfach nicht anders. Eigentlich kann ich nämlich gar nicht hier sein, weil im Allgäu ist strahlend blauer Himmel. Wir haben 11 Grad, die Bienen fliegen, tragen Wasser und Pollen ein und ich stehe hier. Ja. Also ich hoffe, Sie wissen das zu schätzen. Ja. Also begonnen haben wir 2005. Eben, wie gesagt, zwischen Oberstorf und Kempte in Niedersonthofen auf 850 Meter Höhe haben wir eine, ich sag mal, bewohnbare Bruchbude gekauft. Und ein knappes Hektar Land dazu, eine steile Viehweide, völlig unzugänglich, schon lange nicht mehr bewirtschaftet. Und hatten damals 4, also ich hatte 4 eigene Kinder, es kam dann nochmal eins dazu. Und viel Enthusiasmus, mehr haben wir nicht. Jetzt ist leider mein Mann heute nicht da, den hätte ich sehr gern dabei, der ist Landschaftsgärtner, kein Gemüsegärtner. Aber der baut gerade woanders einen schönen Garten und der hat dann diese Bruchbude, sage ich mal, in eine bewohnbare Bruchbude verwandelt mit einem unermüdlichen Einsatz und hat mir eine Gartenanlage angelegt, terrassiert das Ganze, ist alles steil, unzugänglich, hat das Ganze terrassiert und mit Trockenmauern eingerahmt. Wir sind ein absoluter Südhang, sodass ich jetzt quasi einen Sechser im Lotto habe. Das muss ich einfach zugeben. Das Ganze liegt im Landschaftsschutzgebiet. Das heißt, die Bauern, ich hoffe, dass nachher keiner das Video sieht, die können nicht so güllen, wie sie wollen. Ja, das ist einfach zu steil und das ist mein Glück, sodass ich einfach im Prinzip den ganzen Raum in diesem Gebiet nutzen kann und darf. Irgendwann hat mein Mann mal gesagt, da waren wir vielleicht 3 Monate dort, willst du mal ein Beet anlegen? Ein Beet, sage ich, wieso ein Beet? Ich, ein Beet, ich weiß gar nicht, was man da machen muss. Oh, ich mache da mal ein Beet und dann fahrst du mal nach Kempten auf den Markt und holst ein paar Pflänzle und die tust da rein und dann geht es. Okay, hat er mal ein Beet angelegt, habe ich geschaut, also ich habe es mehr mit Tieren gehabt. Ich habe auch Geiße, ich erzähle das alles nachher noch. Bin auch auf einem Schafhof groß geworden und also da mit Händen in die Erde, das war es irgendwie nicht so. Bin nach Kempten gefahren auf den Markt, habe mir die Pflanzen geholt und es ging nichts. Es ging nichts, das ist einfach nicht gewachsen. Erst dachte ich, klar, es liegt an mir. Das kann ich halt nicht. Aber das geht halt bei mir nicht. Und das war damals mein Glück. Wieso geht das nicht? Ja? Das halte ich nicht aus, wenn etwas nicht geht. Also ich muss es dann zumindest ergründen, was da los ist. Gelesen, gesucht, mein Mann hat mich dann getröstet, hat gesagt, ja, nächstes Jahr bestimmt und hin und her. Und irgendwann war mal ein alter Gärtner bei mir aus Kempten und dem habe ich natürlich gleich vorgejammert, habe gesagt, da wächst überhaupt nichts, habe die Pflanzen bei dir kaufen, gar nichts wächst, schau mal, wie das Kohlrabi aussieht. Ja, hat er gesagt, ich kann dir sagen, woran das liegt, ich helfe dir jetzt mal. In unmittelbarer Nähe stand eine Mirabelle, steht eine Mirabelle, ein sehr alter Baum, ich würde sagen, bestimmt schon 60, 70 Jahre alt. Und dieser Baum hat diesem Beet, mein Mann hat es gewusst, die ganze Kraft entzogen, ja, sodass da nichts wachsen konnte. Das war meine erste Erkenntnis. So fing es eigentlich an. Da dachte ich, also dir zeige ich es.
nicht den Baum, sondern... Und habe dann zu meinem Mann gesagt, du könntest vielleicht woanders was anlegen. Und da er natürlich für mich sehr gerne baut, hat er angefangen und mir eine kleine Gartenanlage angelegt und im nächsten Jahr eine größere. Dann habe ich wieder gesagt, bitte noch größer, noch größer. Mittlerweile haben wir 2 Hektar, einen Wald haben wir auch dazu. Ein Haufen Kräuter im Garten, wie gesagt, durch die Beschränkung der Bauern, durch die natürliche, habe ich auch in diesem Landschaftsschutzgebiet einen Kräuterrahmen, den ich nur beernten muss und mich einfach ein bisschen sachkundig machen und dann kann ich die ganzen Sachen auch mit einbauen. Wir haben ein Gewächshaus seit ein paar Jahren. Das ist auch von meinem Mann konzipiert und zwar ist es im Stall. Das ist ganz interessant. Die Tiere sind im Stall und leben quasi im Gewächshaus. Dadurch wird dieses Gewächshaus das ganze Jahr mitbeheizt und kann das ganze Jahr über genützt werden. Wobei ich sage dazu nachher auch noch was, das hört sich immer alles so toll an, aber ja, das gibt halt auch so Probleme. Dann haben wir Geißen, ich melke die jeden Tag und mache den Käse, alles halt von Eigenbedarf. Dann haben wir einen Esel, die Uschi. Die war jahrelang unser Kindergartenauto, weil bei mir geht es so 1,5 Kilometer sehr steil runter ins Dorf und dann wieder 1,5 Kilometer hoch und um 11:30 wieder 1,5 Kilometer runter und um 12 wieder 1,5 Kilometer hoch und das mit einem Dreijährigen auf dem Arm. Also ich habe es irgendwann nicht mehr geschafft und unser Uschi hat es jeden Tag erledigt, zur Begeisterung natürlich aller Kinder, wenn ich mit Uschi kam. Da komme ich nachher auch nochmal drauf zurück. Dann haben wir einen Hund zum Aufpassen. Ohne Hund geht gar nichts. Ich bin überhaupt ehrlich, ich hader immer mit dem Hund, weil ein Hund ist richtig Arbeit, ja, finde ich. Also A, die Erziehung und B, ja, es ist einfach Arbeit. Aber ohne einen Hund hätten wir die Rehe, die Kaninchen, ich glaube Wildschweine hatten wir auch schon mal, die Schumbe, die das ganze Jahr um mich rum hat, die Habicht von oben, der Fuchs. Es geht einfach nicht. Wir haben einen altdeutschen Hütehund und der hat die ganze Sache ganz gut im Griff, muss ich sagen. Leider auch die Wanderer, die vorbeigehen. Wir üben noch. Dann habe ich 10 Bienenvölker, circa immer so circa 10, auf die komme ich nachher zu sprechen. Da kam ich auch dazu mit Jungfrau vom Kind. Mein Mann hat nach einem Jahr mal gesagt, du, also wir hatten einige alte Obstbäume geerbt und er sagte, du, hier gibt es irgendwie gar keine Biene. Was sag ich, die haben kaum Obst gehabt und die Bestäubung und ich glaube, wir brauchen Bienen. Dann habe ich gesagt, echt, ja. Habe ich gesagt, ja, wo kriegt man welche her? Er sagte, aber ich kann das nicht machen, gell? Weil ich bin den ganzen Tag beim Arbeiten, da habe ich schon gemerkt. Also wenn Sie mal vorbei wandern bei uns und Sie sehen einen Mann mit rot-grauen Haaren joggen, springen, rasen, dann wissen Sie, er wird wieder verfolgt. Und da ist wirklich was dran. Meine Bienen sind total brav, aber wenn die rothaarige Männer sehen, ich weiß auch, die flippen total aus, obwohl er ihnen überhaupt nichts tut. Ja, dann haben wir eine Holzheizung. Also das ist echt Arbeit. Wie gesagt, mein Mann weilt gerade auf Sardinien, baut für jemand anders einen schönen Garten. Ich muss 3 Heizungen morgens, also erstmal hacken und dann bestücken und hoffen, dass es auch angeht. Ich will es so, wir haben einen eigenen Wald. Wir machen halt ein- oder zweimal im Jahr machen wir einen Baum um, immer halt fürs nächste Jahr wieder. Aber also es ist ganz schön knackig, muss ich sagen. Ja, ich muss natürlich meine Söhne, 2 wohnen noch zu Hause, vergatter ich schon und erpresse und mache und tue, aber die sind jetzt 11 und 14 und ja, wir kommen schon hin. Aber ich merke, wenn ich allein bin, komme ich doch ein bisschen an meine Grenzen. Da haben wir natürlich Solar am Dach, Warmwasseraufbereitung, wir haben eine eigene Quelle. Das ist natürlich auch so eine Art Sechser im Lotto. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Jetzt möchte ich einfach mal vom letzten Jahr sprechen. Also im März 2017 war bei uns T-Shirt-Wetter. Es war alles super. Ich habe die Beete vorbereitet. Ich, voller Optimismus, wie ich halt so bin, gehackt, gemacht, getan, im Haus vorgezogen, rausgesetzt, im Gewächshaus gehabt. Alles toll. Der März ging ins Land. Die Erbsen waren schon so hoch, ja. An so einer Rankhilfe, 30, 40 Zentimeter, bestimmt hoch, alles schien super. Dann kam der April. Um Gottes Willen, die Katastrophe nahm ihren Lauf. Ende April, ich habe es aufgeschrieben, ich mache viel Aufschriebe. Am 28. April hatten wir 11 Zentimeter Neuschnee.
ich war voll froh über den Schnee, weil der Kohl war draußen. Es war eigentlich fast alles draußen. Und ich war froh, dass dieser Schnee dann so eine Art Iglo bildet, ja. Und die ganze Sache dann abgedeckt hat, dann ging das wenigstens einigermaßen. Aber bei diesen Erbsen, da ging halt gar nichts. Ja? Also gewisse Dinge gingen einfach nicht. Am 2. Mai hatten wir -2 Grad. Ich kann mich deshalb so genau erinnern, meine Buben sind beim Schuhplatteln und es wurde abgesagt, weil es nicht ging mit diesen kurzen Hosen. Die Äpfel waren in voller Blüte. Die Birnen, die Zwetschgen, teilweise die Beeren. Also ich war total frustriert. Ich habe gedacht, ich höre auf, ich schmeiß alles hin. Ich schaffe hier von morgens bis abends und das ist der Dank. Ehrlich, mir hat es gereicht. Und dann, 10 Tage später, am 11.05., schönes, warmes Wetter dann, es wechselt ja dann, ja, die Klimaveränderung halt, habe ich ein Beet draußen vorbereitet mit Lauchpflänzlerlaub und ich hatte im Haus drin noch so Sonnenblumen, so Riesensonnenblumen, vielleicht so hoch. Und ich dachte, komm, jetzt machst du mal ganz schön für die Bienen und für die Augen. Bin normalerweise geil so und habe da so ein ums Beet rum, alles mit so Riesensonnenblumen. War sehr stolz und war auch ganz erstaunt, komme ich nachher auch nochmal drauf, kein Schneckenfraß, mindestens 3-4 Tage nichts. Ich dachte schon, was ist denn hier los, gell? Samstags kam dann mein Mann mal wieder heim von einer seiner Exkursion und wollte mir natürlich sofort im Garten helfen, rennt in die Werkstatt und holt so ein, wisst ihr, so ein Gerät, wo man so die Rasenwege so ausschneiden kann. Ja. Eilend, das ist eine Riesenfläche, die Sonnenblumen hat er erwischt. Also, der Mörder war der Gärtner. Also ja, es war ihm furchtbar, aber es war passiert. Er dachte, also schlimmer kann es jetzt nicht mehr kommen. Gell? Ja, am 1.6. gehe ich raus morgens. Also schon zum x-ten Mal raus, so morgens um 10, da gehen wir zum ersten Mal raus. Da läuft mir eine Bruthenne mit 2 Küken über den Weg. Denke ich, hey, wo kommst jetzt du her? Also ich war sprachlos. Diese kleine Henne mit 2 Küken, 2 Küken, ich dachte, 2 Küken, wie, was ist denn jetzt los? Für mich war klar, die habe ich 3 Wochen nicht mehr gesehen gehabt, die hat der Habicht geholt. Oder der Fuchs, der kontrolliert bei uns jeden Tag. Ne? Ja, dachte ich, ist ja toll, ist ein Geschenk. Gell? Mittags kam ich wieder und schaue zu, wirklich von hier bis zur Kamera ungefähr, wie 2 Krähen runterstürzen und diese Küken holen. Ich sage es euch, da erwacht die Mordlust. Ja? Da denke ich mindestens 1 Stunde über den Waffenschein nach. Da reicht es mir da oben und da ist am besten, es ist keiner da. Ja? Und es kommt auch kein Wanderer vorbei, weil... Oh. Ja... Und dann kam es, dann kam die Krönung am 2.6. verkündete Herr Trump, er steigt aus dem Klimaschutzabkommen aus, weil es keine Klimaveränderung gibt. Da dachte ich, ja toll, was mache ich jetzt? Meine Antwort ist Selbstversorgung. Das bestätigt mich, das gibt mir Zufriedenheit. Ich habe kein Handy, ich brauche das nicht, das bei 10 Kindern, gell? Ich brauche kein Handy, die dürfen mich gar nicht immer erreichen. Ja? Die können mit der Quatschdrossel sprechen, das habe ich. Und der Rest hat sich oft bis abends erledigt. Ja, und das ist sehr gut für meine Nerven. Ist kein Kind von mir da, ist mein Glück. Ich brauche auch nicht alle 6 Wochen mit dem Flieger in Urlaub fahren, wenn Sie wissen, was ich meine. Da frage ich mich manchmal, ist eigentlich der Alltag bei vielen Menschen so grässlich, dass man alle 6 Wochen fortfahren muss? Also ich kann das gar nicht verstehen. Ich käme gar nicht auf die Idee, ich lebe hier, ich lebe jetzt und nicht bloß im Urlaub. Vor allem sind da immer alle die, vor denen ich eigentlich flüchte. Und doch, jetzt kommt schon der erste Aufruf in eigener Sache, ich muss jetzt aufpassen. Einmal im Jahr möchte ich gern fort. Ja? Da möchte ich auch mal eine Exkursion machen. Ich möchte auch mal andere Landschaften sehen und einfach mal Abstand kriegen. Das tut einfach gut. Und da bin ich eigentlich immer auf der Suche nach jemandem, der gerne mal probeweise Selbstversorger machen möchte und meine Schätze hütet. Verlangen tue ich nicht viel. Das geht nicht. Nein, das kann niemand so machen, wie ich es denke. Das geht gar nicht. Aber wenn jemand sich sowas überlegen will, dann kann er nachher mal zu mir kommen. Dann können wir mal ein Gespräch führen. So, und jetzt schauen wir mal in Herbst 2017. Jetzt war die Ernte wieder erwarten überdurchschnittlich. Ja? Kartoffeln, Karotten, Kraut, rote Beete, schwarzer Rettich, alles, was noch? Alles ist eingelagert. Ja? Und zwar von einer super Qualität, wie ich sie selten hatte. Also ich bin wirklich verblüfft. Lauch, Grünkohl, Rosenkohl, Schwarzwurzel und die ganzen Wintersalate,
ist alles draußen auf dem Beeten und auch in einer ganz tollen Qualität. Aber wir haben keine Birnen, keine Äpfel, keine Zwetschgen und ganz wenig Trauben. Also mein Mann hat so einen kleinen Weinberg angelegt, aber es war leider fast nichts da. Wenig Haselnüsse, wenig Walnüsse, jedoch ganz viele Beeren. Und was ich Ihnen nur empfehlen kann, oft ist es so, dass wenn diese Sachen nicht da sind, sind ganz viele Wildfrüchte da. Also ich habe überdurchschnittlich viel Schlehen geerntet, ganz viele Oliven, aus denen mache ich Kornelkirschen, ja, aus denen mache ich falsche Oliven, das sage ich nachher mal, das habe ich mir jetzt selber überholt. Hab froschtartes Erbsensaatgut, weil die haben das nämlich überlebt. Und noch so einige Dinge, wo sich wirklich angepasst haben, das ist nämlich das Tolle mit dem eigenen Saatgut. Ganz viele Bohnen überdurchschnittlich. Und was das Erstaunlichste für mich letztes Jahr war, ich habe keine Schnecken. Ich habe es vorher mit dem Vorgänger von mir kurz besprochen, er war auch sprachlos. Weil ich sammle oft am Abend echt 700 bis 1000 Schnecken. Ja, weil um mich herum ist alles viehweit. Also das ist ein Paradies für Schnecken. Und durch diese Trockenmauern, die wir haben, Fluch und Segen, die können sich überall verstecken. Also wenn ich nicht meine Abende im Garten verbringe, zumindest bis die Pflänzler eine gewisse Größe haben, dann habe ich eigentlich fast nichts. Ich habe es mit Laufenden probiert, aber meine Laufenden haben zuerst die Stachelbeeren gegessen, die roten Johannisbeeren, den Salat und was noch so wächst. Und ganz zum Schluss, wenn da nichts mehr da war, dann haben es freundlicherweise die Schnecken gefressen. Also ich habe damit keinen Erfolg gehabt. Ich glaube, dazu sollte ein Grundstück eingezäunt sein. Und die Laufenten sollten die Möglichkeit haben, da drum rumzulaufen, dann mag das gut gehen. Bei mir war es schwierig. Was ich habe, ist Hühner. Und die sind bei mir im Garten viel unterwegs. Jetzt in der Jahreszeit, die scharren, die machen, die tun, die sind auf dem Misthaufen im Garten. Und ich glaube, dass die ganz viel Schneckeneier rausholen, das glaube ich schon. Aber ich kann es nicht erklären. Ich bezeichne es jetzt mal als Glück und schau mal, was dieses Jahr passiert. Grundsätzlich ist für mich eigentlich der April der schlimmste Monat, in Anführungsstrichen, was die Selbstversorgung angeht, weil die Vorräte gehen zur Neige und irgendwann, wie gesagt, ich habe ja auch Familie und habe nur zwei Buben, na, hört die Lust auf Kraut und das Gleiche. Schwarzer Rettich und Schwarzwurzel und rote Beete und Karotte geht einfach ein bisschen zur Neige. Und dann bin ich so glücklich über meine Gefriertruhe. Also das habe ich. Ich habe mehrere Erdmieten, das kann ich nachher noch genauer ausführen, wenn es interessiert. Aber ich habe auch eine Gefriertruhe und da sind alle Beeren der Saison drin und wir hatten jetzt viele. Und das ist dann natürlich eine tolle Sache für Müsli oder Marmelade. Und ich schaue immer, ich habe ganz viele Brombeeren, die reichern dann morgens das Müsli an oder ich mache Eis draus oder sonst irgendwas. Gerade im April ist das irgendwie ganz wichtig. Und dann natürlich das, was es außerhalb meinem Garten gibt. Der Bärlauch, die ganzen Kräuter. Dann mache ich im April auch mal, ich gucke ganz genau, wo die Schumpen im Sommer lagern. Ja? Und da, wo die Schumpen sind, da gehe ich dann hin, auch wenn der Schnee nur 10 cm hoch ist, dann gehe ich hin mit meiner Schaufel und dann mache ich mal den Schnee weg und drunter ist in der Regel ein Teppich von Vogelmiere. Und Sie glauben gar nicht, wie lecker Vogelmiere schmeckt, wenn es sonst nichts gibt. Und wenn es als erstes kommt. Ja, man hat einfach eine Sehnsucht danach. Also ich mag zum Beispiel keinen Bärlauch mehr im Mai. Also mir ist es dann irgendwie zu viel oder auch kein Giersch. Aber diese jungen Kräuter, ja, die genau dann wachsen, wenn wir es eigentlich auch vom Körper her brauchen und eine Vitalstoffkraft haben, die brauchen wir. Oder Sie glauben gar nicht, wie ein Butterbrot mit Schlüsselblümchen oder Gänseblümchen schmeckt. Das ist einfach ein Hochgenuss. Ich bin auch jetzt schon wieder im Garten unterwegs, weil, wie gesagt, dadurch, dass ich so eine Sonnenfalle habe, sind bei mir auch schon wieder Gänseblümchen da. Die esse ich halt. Ja? Und die Rosette unten nehme ich als Feldsalat. Also ist nur so ein kleiner Exkurs. Wie gesagt, für mich ist das einfach deshalb wichtig, weil ich muss mit ziemlich viel Kraft arbeiten und da brauche ich einfach die optimale Ernährung. Ich kann mir es auch nicht leisten, krank zu werden oder sonstige Sachen. Das geht hier gar nicht. Jetzt kommen wir mal zu den Pflanzen. Also für mich ist Pflanzenerziehung wie Kindererziehung. Da habe ich einige Erfahrungen.
Was ich am Anfang investiere, bekomme ich zurück. Für mich heißt es zuerst hätscheln und peppeln und machen und tun und dann abhärten und auspflanzen. Sowohl die Kinder wie auch das Gemüse. Also ich habe überwiegend eigenes Saatgut und muss wirklich sagen, ich habe vorgestern einen Versuch gemacht mit Radieschen. Also ich kaufe auch Saatgut zu, was ich nicht selber habe, oder um es einfach mal wieder zu verjüngen. Ich kaufe jetzt sehr gern bei, ich hoffe, ich darf das sagen, bei Dreschflegel. Da habe ich mal einen Kurs gemacht über Samenvermehrung und da habe ich einfach so meine Beziehungen. Aber es gibt sicherlich ganz viel vergleichbar andere Gute. Aber wie gesagt, das eigene Saatgut, vorgestern mit den Radieschen, ich war sprachlos. Ich habe die Radieschen, ich tue die immer in so einem, na, in so ein kleines Gefäß, ein Pauspapier rein. Meine Kinder müssen immer alles Pauspapier von der Schule, dieses Papier, abgeben. Das kommt zu mir und dann mache ich das feucht, tue den Samen drauf, so eine Klarsichtfolie drüber und stelle es an den wärmsten Platz. Das ist bei uns das Bad. Und am übernächsten Tag guckt schon so ein kleines Spitzle raus, so eine kleine Wurzel. Da habe ich wieder gedacht, das gibt es doch gar nicht. Das ist eine Power, wo da drin steckt. Und ich habe natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Gell? Ich weiß genau, was ich jetzt aussehen kann. Und ich sehe genau, wie die Keimkraft von meinem Saatgut ist. Und so mache ich das aber auch bei Saatgut, das ich kaufe. Und wenn da mal was schief geht, es kann immer mal was schief gehen, dann kann ich aber auch da anrufen und sagen, schau mal her, so und so habe ich das gemacht, hier keimt vielleicht 40%, also das ist mir jetzt doch zu wenig. Guckst du nochmal oder ich hätte gerne ein neues Tütchen. Ja, Anfang Januar beginne ich mit der Aussaat. Ich habe jetzt heute einen Kopfsalat dabei und Kohlrabi, das habe ich jetzt ein bisschen später gemacht, aber ich muss einfach anfangen mit dem Lauch, mit Paprika und mit Peperoni. Weil wir möchten einfach im Juli Tomaten, im August habe ich dann roten Paprika, das möchte ich einfach, der grüne, der wird dann irgendwann weggeschmissen oder was, nee, das mag ich nicht. Und Lauch, ich habe also dieses Jahr, ich habe bestimmt noch 50 Lauch stehen, aber die sind schon oberarmdick. Und das ist einfach dieses angepasste Saatgut, das ich habe. Und da kann ich Sie nur ermutigen, ich denke, da haben Sie heute schon ganz viel dazu gehört, das einfach mal auszuprobieren. Ich habe auch ganz einfach angefangen, ich habe mit Bohnen angefangen und Sie glauben gar nicht, was ich für Fehler gemacht habe. Meine Stangenbohnen sind beinahe in den Himmel gewachsen. Ja? Und zwar habe ich gedacht, ah super, das habe ich bei jemandem im Dorf gesehen, die lässt die hängen, bis sie vertrocknet sind, das ist auch alles richtig und dann nimmt sie die weg. Ja? Aber ich habe einfach immer die unteren weggenommen, weil ich ja so klein bin. Ja, habe ich gedacht, naja, so hoch alles, ich nehme die unteren weg, die waren sehr starr, wunderbar. Und irgendwann waren, die habe ich gegessen alle, ja, und die oberen habe ich alle hängen lassen. Und nach 2-3 Jahren war es so, dass ich eigentlich eine Leiter braucht habe, um irgendwie nur an meine Bohne dran zu kommen, weil sich das Ganze immer mehr in die Höhe geschraubt hat. Das habe ich dann irgendwann kapiert und mittlerweile mische ich durch. Also auch da sollte man sich ein bisschen Wissen aneignen, bevor man munter drauf losgeht. Ja, ich mache das auch so bei der Auspflanzung in den Garten. Da versuche ich den Pflanzen einen möglichst guten Start zu geben. Sprich, ich pflanze ein und gieße sie sehr kräftig an, überdurchschnittlich kräftig. Und dann überlasse ich sie eigentlich weitgehend sich selber. Da hat mir eigentlich das letzte Jahr recht gegeben, weil wir haben eine Quelle und die versiegte zu allem Überfluss auch noch im Ende Juli. Und das war richtig schlimm. Also die plätschert so, das ist ein Brunnen vor der Haustür, direkt vor der Küche und es plätschert immer und auf einmal plätschert nichts mehr. Sie glaubt gar nicht, was das für eine ungute Stille ist. Also wir waren echt total verzweifelt und mein Mann hat alles Mögliche unternommen, aber es war nichts zu machen. Wir haben dann in der entfernteren Nachbarschaft rumgehört und die haben das Problem eben auch gehabt. Und wir haben jetzt drüber nachgedacht und mein Mann wird dieses Jahr nochmal eine Quelle fassen. Wir haben das Glück, dass wir da nochmal was am Plätschern haben. Und wenn es weiter so trocken wird, dann müssen wir vielleicht doch mal über Tröpfchenbewässerung bei manchen Kulturen nachdenken. Wobei ich grundsätzlich sagen muss, ich glaube, dieses Versiegen dieser Quelle hat mir auch wieder geholfen, weil ich konnte ja dann nicht gießen. Ja? Jedenfalls nur das Notwendigste. Und da habe ich das einfach mal erlebt, wie die Pflanzen nach unten gehen. Die sind nicht blöd. Ja?
Die machen ihr Sach schon. Nur der Gärtner muss es aushalten, ja? Wenn die dann so welk da hängen. Aber die gehen schon weiter und sie werden kräftiger. Und was ich am Anfang investiere, das zahlt sich aus. Ich halte mich eigentlich immer, ich meine, das kann jeder machen, wie er will, ich halte mich gern an die Aussaattage von der Maria Thun. Und ich würde niemals am Karfreitag oder Karsamstag irgendwas auspflanzen oder irgendwas darum machen im Garten. Ich habe es schon probiert, weil ich dachte, das glaube ich nicht. Weil ich ja nie was glaube und das immer probieren muss. Also bei mir hat es leider voll gestimmt. Das, was ich da ausgepflanzt habe oder wo ich umeinander getan habe, das ist einfach mickrig geworden und das ist auch mickrig geblieben. Da hat aller Kompost oder vererdeter Mist oder was ich sonst noch habe, das hat alles nichts geholfen. Ja, das heißt aber, wenn ich meine Pflanzen verzettel, im Augenblick habe ich jetzt gerade 3 so Staudenkisten, könnt ihr bestimmt, in der Küche. Und im Laufe des März sind es dann so 30, 40. Ja? Also alle die Kinder kriegen schon Zustände, weil alle Kinderzimmer belegt sind. Ja? Der ganze, alles ist voll und ich trage das Ganze jeden Morgen raus und jeden Abend wieder rein. Ich brauche kein Fitnessstudio. Ja? Ich habe mein Fitnessstudio exklusiv, weil jeder guckt ein bisschen in der Familie, was tut sie wieder. Aber ich tue es für die kleinen Pflänzchen, so wie ich es für meine Kinder auch getan habe. Dann ist es mir auch wichtig, Begeisterung für Normalzustände zu wecken. Und zwar, ich sage es mal am Beispiel des Brotbackens. Ich habe im Jahr so 4, 5 Praktikanten, das sind in der Regel Waldorfschüler aus ganz Deutschland, so im Alter von 14, 15 Jahren. Und die müssen bei mir jeden dritten Tag ein Sauerteigbrot backen. Ja? Weil am Anfang kommen die und die haben zwar schon ein bisschen Gartenerfahrung, aber dann, und, ach Gott, was muss ich mir alles anhören? Haben so einen Waschzwang haben sie dann, gell? Dann rennt es andauernd ins Bad und, dann sage ich, weißt du was, jetzt machen wir mal Sauerteigbrot. Dann hat sich das gleich erledigt mit den dreckigen. Ja, das ist völlig normal. Ja? Also wird das Getreide gemahlen, sie holen das eigene Quellwasser, ein Salz und den Sauerteigansatz von mir und los geht's. Und sie glauben gar nicht, die kriegen kein Rezept. Weil ich selber an mir feststelle, wenn ich für etwas ein Rezept brauche, ich komme da nachher auch mal noch drauf, da muss ich mich darauf konzentrieren, ich muss es wieder suchen, ich muss an die Zeit denken, wo das zu tun ist, diese Sache. Und das überfordert mich, so vielschichtig wie mein Aufgabengebiet ist. Ich kann auch immer nur eine Sache neu machen fürs nächste Jahr, das erzähle ich Ihnen dann. Und die machen das nach meiner mündlichen Anleitung. Am Anfang wird gegoscht, gemeckert, viel rückgefragt. Und ich sage es Ihnen eins, ohne Ausnahme, die gehen nach 3 Wochen alle mit ihrem Sauerteigbrot nach Hause und sie können es. Ich kriege oft Jahre später noch Anrufe und sie teilen mir mit, du, es ist nichts geblieben, aber das Brot backt man immer noch. Oder ich habe es an Papa delegiert, der hat jetzt auch Spaß. Ja, also, und das freut mich. Das freut mich einfach und das finde ich einfach was völlig Normales. Meine Kinder zum Beispiel, also der 11- und der 14-Jährige, die machen selber ihre Zahnpasta. Ja, das ist keine Debatte, kein Rezept, die machen das. Die sehen, wenn es ausgeht und dann machen sie halt die Zahnpasta. Ja, weil wir haben mal festgestellt, wir haben so natürlich so Bio-Zahnpasta und der Große musste da mal was für die Schule machen, da hat er mir da vorgelesen, was da alles drin ist. Dann hat er gesagt, da ist ja auch Zucker drin. Dann sage ich, Linus, es ist überall Zucker drin. Ja, und so sind wir eigentlich da drauf gekommen, wie man das machen kann. Und dadurch, dass sie es selber machen, also ich finde, dass die ziemlich gesund schmeckt, aber sie machen es ja selber und dann passt es. Das ist einfach so. Und das kann ich Ihnen nur so mitgeben, dann passt es. Ich putze meine Zähne im Übrigen seit einem Jahr mit Honig. Wenn jetzt hier ein Zahnarzt sitzt und sagt, um Gottes Willen, Karies und was weiß ich was. Nein, ich habe überhaupt kein Problem mit Karies. Ich habe immer ein bisschen so entzündetes Zahnfleisch gehabt und Honig. Als Imkerin weiß ich das einfach, bei uns gibt es überhaupt keinen Zucker. Wir essen gar keinen Zucker, nicht ein Quäntchen Zucker. Honig ist einfach antibakteriell und antiseptisch. Und am Anfang dachte ich, das ist bestimmt total süß. Das ist überhaupt nicht süß, das ist nur im ersten Moment. Und wie gesagt, ich kann das nicht wissenschaftlich weitergeben oder belegen. Ich mache meinen Selbstversuch mal weiter und schaue mal, was dabei rauskommt. Was wir auch noch machen ist, die Praktikanten und die Kinder schicke ich immer zu unserer Kastanie im Herbst. Dann holen die frischen Früchte, also eimerweise. Dann machen wir es klein in so einer Küchenmaschine, zack, zack. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Zack, zack.
Und dann wird es getrocknet. Ja? Und dieses Granulat, das kommt in eine Säckle, so 80 Gramm. Und es reicht für 5 Waschmaschinen. Sagenhaft. Die Wäsche duftet nicht. Ich mag das nicht nach was weiß ich was stinken. Ich will nach Conny riechen und nicht nach Persil oder sonst irgendwas. Und es ist eine super Sache. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Es ist einfach. Es kostet nichts. Man muss nichts denken. Man macht es einfach. Was? Ich habe das auch nicht alles selber erfunden, gell? Ich höre mich halt um und lerne halt auch dazu. Was ich auch damit versucht habe, das war nämlich in dem Bericht damals mit drin, das war als Handspülmittel, weil ich habe keine Spülmaschine. Wir spülen selber. Wenn hier Mütter sind mit Kindern, vor allem Söhne, kann ich das nur empfehlen, weil so junge Männer, die neigen dazu, ab einem gewissen Alter zu schweigen. Und das Abtrocknen löst die Zunge. Das ist unglaublich. Also fangen die an, mit mir zu schwätzen. Das ist toll. Also ich spüle ab, fertig aus. Aber da muss ich sagen, da bin ich jetzt wieder auf so ein biologisches Spülmittel übergegangen. Da habe ich noch keinen Erfolg. Also wir schaffen viel mit Fett. Also es löst einfach nicht richtig. Das gefällt mir nicht. Aber was mir jetzt eine Freundin erzählt hat, und es ist leider so aktuell, dass ich es selber noch nicht ausprobieren kann, der habe ich mal von meinem Versuch erzählt und da hat sie gesagt, du, ich wollte es dir mal sagen, ich tue seit einem halben Jahr meine Haare waschen damit. Da habe ich gesagt, echt? Und die hat so lange Haare. Ich sagte, du, das ist gigantisch. Die sind so toll kämmbar, die Haare sind ganz toll und es reicht, wenn ich sie nach einer Woche wieder wasche. Also ich werde es ausprobieren. Mit diesem Granulat. Die hat es in eine Säckle eingenäht. Dann lässt es unter das Lau, also steht unter der Dusche, tut es unter das Wasser und dann kommt da sofort so eine grünliche Flüssigkeit raus. Und die hat sie auf dem Kopf und wäscht damit ihre Haare. Also, wie gesagt, ich versuche Begeisterung für Normalzustände zu wecken und für mich sind es Normalzustände. Da brauche ich jetzt nicht einen Bauernhof kaufen und ein halbes Hektar Land haben. Das kann ich einfach in jeder Wohnung machen. Das kann ich einfach mal anfangen. Und Sie sollten Ihre eigenen Normalzustände schaffen. Ja. Wir brauchen auch jetzt keine große Cremes, gell? Also liebe Gott hat mich jetzt nicht mit dem Nivea-Desli auf die Welt geschickt. Ich dusche, kann es Ihnen jetzt nicht vorführen, aber ich trockne mich nicht ab. Fertig aus. Dann hat die Haut genug Feuchtigkeit und die Sache ist eigentlich schon erledigt. Ja, und einmal im Jahr gebe ich einen Brotbackkurs im Winter. Da machen wir dann alles von Knäckebrot über Sauerteig, über Toastbrot, über Dinkelzählen, machen ein paar leckere Aufstriche dazu. Und alles ist gut. Das kann ich aber nur im Winter machen, im Sommer habe ich keine Zeit. Dann, der nächste Schritt ist für mich die Erdhaut. Ich bezeichne es mal so. Wie gehe ich mit der Erdhaut um? Also ich bin ja froh, dass ich da oben bin und nicht alles sehe. Und nur ab und zu mal in die Welt komme. Weil ich muss sagen, manche Sachen, das macht mir einfach zum Schaffen. Wie gesagt, ich brauche kein Fitnessstudio. Ich persönlich habe einfach die beste Erfahrung gemacht mit unermüdlichem Hacken. Ja? Also, das hört sich jetzt nach Arbeit an, das ist auch Arbeit, es tut mir leid. Ja. Ich hacke, wann immer es geht, und meine Praktikanten auch. Sie sagen dann immer, sie haben Hornhaut. Ich sage, ja, es ist wie Erdhaut. Das ist eine wunderbare Sache und das solltet ihr pflegen. Einmal gehackt ist mindestens wie zweimal gedüngt. Also das ist einfach so. Und mir will auch nicht ganz in den Kopf, ich mache öfters auch mal weiter wieder zum Entsetzen der ganzen Familie die Gartenanlage und wenn es dann mein Mann nicht machen will, dann mache ich halt selber so ein Stückchen. Aber ich käme jetzt nicht auf die Idee, auf dieses Wiesenstück eine Plastikfolie drauf zu legen. Also ich persönlich käme jetzt nicht auf die Idee. In der Zeit gehe ich dann ins Fitnessstudio und mache diesen da, oder? Anstatt ich nehme einen Spatel und grab's mal um. Also ich möchte nicht unter Plastik sein, ich kann das nicht beurteilen wissenschaftlich, aber ob da alles so überlebt, ich weiß nicht. Also vielleicht funktioniert es ja, aber mir ist es nicht so ganz recht. Dann kommen wir mal zu den Tieren. Ich finde, wenn man Tiere hat, hat man eine große Verantwortung. Und ich sage es mal am Beispiel der Biene. Ich bin auch sehr naiv da dran gegangen und habe dann aber Hilfe bekommen und ich habe nur einen Winter mal ein Volk verloren, seitdem ist noch nichts passiert. Aber ich sage es mal ganz platt, ich kann mir keinen Hund anschaffen, einen Karton Schabi kaufen und sage so, jetzt mach's mal gut, mein Kleiner, in 4 Wochen komme ich wieder. Sprich, wir können nicht alle die Welt retten
und ein Bienenvolk in den Garten stellen und dann denken, naja, die bestäuben und der Rest will ich ja gar nicht. So geht es nicht. Ganz im Gegenteil. Wenn ich mir nicht permanent, also das ist eigentlich im Winter meine größte Beschäftigung, Vorträge zu besuchen, zu lesen, die neuesten Untersuchungen zu lesen, um einfach auf dem Laufenden zu sein. Die Bienen brauchen uns, Menschen leider mittlerweile. Alleine können sie dank dieser Varroamöbe nicht mehr überleben. Und darum haben wir eine große Verantwortung für diese Tiere. Und ich habe es jetzt eben selber auch schon erlebt und ich bin da hartnäckig. Ich gehe dann spazieren und suche das Sünderlein, ja, in der Umgebung, dass ich einfach alle Behandlungen, alles, was dazugehört, gemacht habe und habe im Oktober dann eine Reinvasion und weiß genau, das ist im Umkreis von 2-3 Kilometern, weil weiter fliegen die nicht um die Jahreszeit. Und finde dann einen sogenannten Bienenretter, der sagt, oh, das, ich habe gedacht, ich bin fertig oder das ist so wahnsinnig umständlich oder sonst irgendwas. Damit tun sie Bienen keinen Gefallen. Ich freue mich über jeden Imker, der dazukommt, über jeden. Aber es ist richtig Arbeit. Und sie haben es verdient. Ich kann jetzt meine Bienen, also ich beobachte sehr viel, ich reiße auch nicht immer gleich auf. Und für mich sind das auch nicht ein Haufen Tierchen, sondern für mich ist das ein Organismus, ein Bienen, sage ich einmal. Und ich überwintere sie jetzt, kommen wir mal wieder zur Klimaveränderung, im zweiten Jahr schon auf Waldhonig. Ich sage das deshalb so, ich bin total stolz, aber das passt wahrscheinlich jetzt mal nur für meine Lage, gell? Also nicht nachahmen oder genau schauen vorher. Ich komme gleich nochmal auf den Zucker. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir uns erdreisten, den Honig rauszunehmen und die Bienen sollen schaffen wie verrückt und kriegen den Zucker als Dank, ausschließlich Zucker. Ja, und dann lässt man halt noch wegen schlechter Gewissen 2 Futterwaben drin oder 2 Waben lässt man noch drin. Nee, für mich ist das so nicht in Ordnung. Und ich beobachte das schon die ganze Zeit, habe aber auch in der Imkerschule gelernt, dass Bienen auf Waldhonig, den ich jetzt Gott sei Dank sehr viel habe die letzten Jahre, einfach schlecht überwintern, weil sie vertragen ihn schlecht wegen der Zuckerzusammensetzung. Sie müssen frühzeitig abkoten. Wenn sie das nicht können, machen sie das im Bienenstock. Dann kriegen sie Durchfall, wie im Kindergarten, wenn alle auf einem Haufen sind. Und dann kommen sie entweder ganz schwach ins Frühjahr oder eben gar nicht. Ja? Jetzt ist es halt bei mir so und es ist mein Geschenk, sage ich mal. Ich habe da oben einen Südhang. Bei mir sind die Bienen, das beobachte ich jetzt seit Jahren und schreibe es auch auf, maximal 3 Wochen im Kasten, sage ich mal. Und dann haben wir immer wieder warme Phasen. Ja? Das heißt, sie können draußen abkoten und das tun sie auch und holen Wasser. Und ich erlebe es jetzt zum zweiten Mal, dass sie sehr wohl auf nur Honig überwintern können. Und mir persönlich, für mich ist das toll. Also es kann aber jetzt, wenn jemand jetzt im Weidenauer Tal lebt oder in Oberstorf, in ganz so einem Tal dahinter und hat 4 Monate im Jahr Frost, das geht überhaupt nicht. Also da geht es gar nicht. Aber was ich sagen will, man muss sehr viel beobachten und schauen, wie ist es bei mir. Ja? Ich kann Ihnen da auch nur empfehlen, auf Ihre Kinder aufzupassen. Ich habe, glaube ich, gerade vorher eins gesehen. Ich kann mich erinnern, als meine noch klein waren, Sie können auf Enkel aufpassen im Übrigen, gell? Als meine mal klein waren, die ersten 3, habe ich die halt öfters auch mit zum Einkaufen genommen. Ich sage es euch sogar bei der Bank, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie unten durch die Gummibärle kommen. Ja? Das ist, so schnell bist du gar nicht. Ja? Und es geht weiter beim Bäcker, beim was weiß ich, wo man unterwegs ist. Also mich hat es eine Zeit lang so aufgeregt, ich denke, nicht, dass jemand da Böses will, aber ich habe dann als gesagt, könnte sie vielleicht einen Apfel geben? Ein Apfel, das wäre in Ordnung. Oder ein Apfelschnitz. Ah, das haben wir nicht. Dann sage ich, ja, na, tun Sie es mal her, sonst mag ich jetzt nicht mehr kommen. Ich möchte nicht jedes Mal hinterher mit meinen Kindern diskutieren müssen. Und eine Zeit lang habe ich Ihnen auch ein T-Shirt gedruckt. Da steht vorne drauf, bitte nicht füttern. Ja? Das wirkt. Ich kann Ihnen sagen, das wirkt. Ja? Na, es ist ja zurzeit, ich weiß nicht, ich höre gerne mal Radio am Vormittag und zurzeit höre ich es wieder überall. Zucker, Zucker, Zucker. Es ist der Wahnsinn. Ja? Und
die meisten haben ja keine Ahnung. Im Prinzip ist überall Zucker drin. Ja? Auch im Brot ist Zucker drin. Und wo ist ein Herrgott nochmal das Problem, sich auf eBay eine Getreidemühle zu ersteigern oder sich das einmal zu leisten? Man leistet sich alles mögliche Zeug, 6 Wochen in Urlaub. Also das Getreide zu mahlen und da draußen Brot zu backen. Die Qualität ist unübertroffen. Oder die Hühner. Jeder jammert über die Eierqualität. Ja, ich habe nun Hühner, 10 Stück, die sind frei, total frei. Die können überall laufen. Leider, sage ich manchmal, weil da kommt der Habicht, da kommt wieder der Fuchs, der Hund passt auf. Aber ich muss da sein. Ich muss sie jeden Morgen rauslassen und ich muss abends wieder zumachen. Und zwar bevor es dunkel wird. Weil mein Fuchs, der kennt die Uhr. Der kommt immer zur gleichen Zeit und schaut nach. Ja, und ohne Legemehl im Übrigen legt ein Huhn nicht jeden Tag ein Ei. Hab ich mal gedacht, ein Huhn legt nicht jeden Tag ein Ei. Und meine Hühner legen in der Mauser oft 8 Wochen kein Ei. Ja? Die kriegen von uns im Sommer, bekommen sie gar nichts, außer was ich an Gemüse, was ich habe, Küchenabfälle halt habe, sage ich, wenn was übrig ist, das schmeiße ich dann dahin. Und ansonsten sind die unterwegs. Ja? So sind aber auch die Eier. Hm? Wenn wir keine Eier haben, dann gibt es keine Eier. Das ist gar nicht so schwer. Es ist nicht schwer, ohne Ei zu kochen. Und es macht überhaupt nichts aus. Man kann sich auch mal wieder auf was freuen. Jetzt fangen sie wieder an zu legen, dann gibt es am Sonntag einmal ein Frühstücksei. Jedes Gemüse hat seine Jahreszeit. Geht das Thema schon weiter. Oder ich nenne es auch Jahreszeitengemüse. Also bei uns gibt es spätestens am 7. Juni Erdbeeren. Das ist ein Fest. Das sind Erdbeeren. Muss auch am Wanderweg schwer aufpassen. Da war die richtig narret. Ja, ich mach da den. Ja, genau. Nein. Gurken gibt es Ende Juni in der Regel und Tomaten meistens ab Mitte, Ende Juli. Und vorher gibt es das nicht. Und Sie brauchen jetzt auch nicht meine armen Kinder bedauern. Da gibt es nichts zu bedauern. Die sind so aufgewachsen und die essen diesen Fraß gar nicht gerne, sage ich einmal. Ja, diese sehr mindere Qualität, wenn ich mir einbilde, ich muss Erdbeeren im Dezember haben. Haben schon mal ausprobiert, das schmeckt ja grauenhaft. Ja? Manchmal beschleicht mich das Gefühl, dass wir gar kein Bewusstsein mehr haben, wann was dran ist. Ja? Und wann was angebaut wird. Also ich baue alles an, was bei uns klimatisch geht und was wir angepasst haben. Also wir haben auch Feige im Gewächshaus, wir haben Aprikosen, Pfirsiche, da haben wir übrigens auch Aprikosen gar nichts und Pfirsiche, weil der später blüht, hat eine überdurchschnittliche Ernte. Wir haben so große Pfirsiche gehabt. Das haben wir noch nie gehabt. Ich war völlig erstaunt. Kohlrabi haben wir fast das ganze Jahr. Kraut gibt es ab Oktober. Vorher gibt es kein Kraut. Warum auch? Ja. Am Beispiel am Salat. Also im Winter haben wir Feldsalat, die ganzen Wintersalate. Im Frühjahr gibt es dann Pflücksalat, dann der Eis- und der Kopfsalat. Und im Herbst gibt es die Endivie. Und da braucht man sie auch. Wir brauchen da die Bitterstoffe. Ja? Das ist die Jahreszeit, wo das hingehört. Für uns ist es ein ganz normaler Kreislauf. Es hat eben alles seine Zeit. Und wenn Sie mal drüber nachdenken, ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass ich auf etwas verzichten muss. Ich muss nur manchmal warten. Und dann ist die Freude oft doppelt so groß. Besonders, weil die Qualität nicht zu toppen ist. Die Sachen schmecken einfach hervorragend. Und auch wenn Sie kein Selbstversorger sind und nach dem, was Sie jetzt von mir hören, mit der Hacke, mit dem Fitnessstudio, wenn Sie sehen, das ist viel Arbeit, man muss immer da sein, können Sie trotzdem Jahreszeitengemüse kaufen. Das kann man machen. Und Sie werden überrascht sein. A, wie günstig Sie das bekommen, wenn es dran ist. Ja, und B, welche Qualität Sie bekommen. Im einen Kurs, ich gebe einen Brotbackkurs und einen Kurs im Winter, was mache ich bloß mit Wintergemüse? Ja, da tun wir aus Blaukraut Sauerkraut machen, falls das schon mal jemand gemacht hat. Das schmeckt super edel, das gibt es nicht zu kaufen. Ja? Wir machen also Gemüse einlagern, das ist ja auch so eine Sache. Gell? Da hat man es endlich geerntet im Herbst. Ja, und dann, was glauben Sie, was ich am Anfang mitgemacht habe? Die Kohlköpfe verschimmelt. Also es war furchtbar. Mittlerweile hat mir mein Mann, ich brauche halt 300 Kilo Karotten, die brauche ich einfach. Ja? Und die müssen top sein und nicht so verschrumpelte Dinger. Ja. A, musste ich mal lernen, ab welcher Größe eine Karotte überhaupt einlagerungsfähig ist. Ich habe halt alles genommen.
Oh, schmerzhaft, gell? Die Kleinen, das funktioniert überhaupt nicht. Mittlerweile weiß ich ganz genau, welche Größe die haben müssen. Und dann habe ich so einen Bunker im Garten, weil die wollten nicht den Erdkeller, da gefällt es denen nicht. Und da hat er mir so Betonschachtringe eingelassen, mein Mann. Und dann, da darf kein Praktikant in das Material selber. Und dann lege ich jede Karotte einzeln rein. Also ich bin schon beschäftigt. Und schaue sie mir auch nochmal genau an, ob sie einen Fehler haben. Gell? Weil falls er das schon mal gehabt hat mit Kartoffeln, Karotten oder Äpfeln, eins steckt das andere an. Gell? Und dann stehst du vorm Ruin. Nein, ich schaue mir es genau an. Und neben mir ist ein kleiner Eimer, da ist Holzasche drin, das ist mein Pflaster. Ja? Wenn es dann irgendwo eine Schadstelle hat oder so, muss es nicht gleich weg, sondern ich mache mein Pflaster drauf, dann kann ich es dazulegen und alles ist gut. Und es funktioniert. Ja? Für Kraut haben wir einen Erdkeller. Da ist das ganze Kraut drin, also alle Sorten. Wirsing, Weißkraut, Blaukraut. Also, ja, alles einfach. Und die rote Beete und den schwarzen Rettich, den habe ich im anderen Keller, der zu nichts taugt. Aber dafür taugt er. Den habe ich eingesandet und alle paar Tage gehe ich mal durch, schaue, ob es trocken ist. Und du das Ganze ein bisschen gießen. Also wenn Sie fragen, was eine Selbstversorgerin im Winter macht, das wäre ein eigener Vortrag. Ich habe auch David. Ich ruhe mich viel aus, das ist ganz wichtig, aber ich habe auch sehr viel zu tun. Ja, und Beobachtung. Jetzt kommen wir mal noch zur Beobachtung. Das ist, für mich ist es fast alles am Beispiel von Schädlingen. Jetzt komme ich nochmal auf das Gewächshaus zurück, dieses spezielle Anlehngewächshaus mit den Tieren drin. Ah, oh, dachte ich, jetzt habe ich gewonnen. Klasse, ich habe alles im Griff. Die ganzen Stautenkisten im Frühjahr da rein und alles da reingestellt. Dachte, da brauche ich nie mehr was raustragen, das funktioniert. Ja, Pustekuchen. Was ich mir, dadurch, dass das ein reiner Südhang ist, ja, und mit der Schattierung, wir haben eine Feige drin, die schattiert ein bisschen, aber es mit dem Lüften, mit den Tieren, Tiere rein, Tiere raus, es war fast ein Hochschulstudium. Auf jeden Fall bin ich wieder dazu übergegangen, die Sachen trotzdem raus und reinzutragen. Sie brauchen die Luft, es sind ganz andere Pflanzen und ich habe keine Schädlinge mehr. Ich hatte ganz schön Probleme mit Läusen und mit der weißen Fliege, ist auch kein Spaß. Ja? Aber da ist es auch so, habe ich meine Aubergine nicht hinkriegt. Das ist einfach nichts geworden. Ne? Fahre ich zum Akkordeonunterricht mit irgendeinem Kind und denke, komm, jetzt fahrst du zum Baumarkt. Nein, der hat auch Pflanzen, nimmst zwei Auberginen mit. Ja, hätte ich mal genauer hinguckt. Ja? Festgestellt habe ich es dann, als die Tomaten nebendran auch schon befallen waren. Ich hätte mal die Blätter genau umdrehen sollen. Da war die weiße Fliege. Ja? So, und dann habe ich sie mir wunderbar importiert. Was ich damit sagen will, kaufen Sie einfach Qualität. Es ist wirklich nichts gespart. Und das ist ein Theater, wenn man dann dagegen ankämpfen muss. Und es macht einfach keinen Spaß. Also das Vorbeugung ist einfach das Beste. Ich gehe auch jeden Tag, da sind immer die Praktikanten so erstaunt, ich gehe jeden Tag durch den Garten und durchs Gewächshaus. Und es dauert ziemlich lang. Und mittlerweile, ich bin ja keine Gärtnerin, gell? Ich habe es gelernt. Also ich habe mir mit Kursen und Tun und Erfahren das selber angeeignet. Aber mittlerweile kann ich sehen, ob die Karotte da vorne Wühlmausstress hat. Ich sehe das. Ja? Ich sehe, wie sie diese Pflanze leidet und wie sie sich verändert. Ja? Da muss sie noch gar nicht ihre Blätter fallen lassen und die Wühlmaus zieht es nach unten ein. Das ist dann das schlimmste Stadium, wenn man zuguckt, es wackelt. Ja? Und dann ist weg. Ja, kennen Sie das? Ja, also ich kenne es. Ja, am Anfang auch wieder totale Mordlust, gell? Ich bringe euch alle um. Mein Mann musste dann wieder herhalten, mir Fallen bestellen. Ja. Einmal habe ich gesagt, ich drehe durch, die ganze Ernte ist kaputt. Nein, also mit der Rüttelplatte für Aufregung gesorgt. Also wir haben alle Stadien durch. Mittlerweile brauche ich das nicht mehr. Eine Falle habe ich noch für Notfall. Also ich habe mal das Buch einige Bücher gelesen vom Wolf-Dieter Sporl, das ist vielleicht auch bekannt. Er hat sich ja mit denen das irgendwie verbündet. Also ich bin da ein bisschen pragmatischer, man hört es ja, ich bin auch Schwäbin, gell? Ein bisschen der Einschlag. Auf jeden Fall, ich spreche auch mit ihnen und ich sage das laut und deutlich. Mein Mann behauptet auch, dass das Gemüse bei uns nur wächst wegen der schwäbischen Flüche. Also so ganz kann ich es nicht unterstreichen, aber ich sage ganz klar, entweder den Meter oder... Ich habe viele Katzen,
die das auch zuverlässig erledigen. Aber manchmal, wenn ich einfach im September sehe und ich will noch nicht einlagern, weil das Wetter so schön ist und ich sehe hier 10 Meter Karotten, wenn sie wenigstens 1 Meter ganz fressen würden, wäre ja in Ordnung. Ja? Aber nein, 10 Meter so ein Stück angebissen. Ah, da hört der Spaß auf. Und dann kann ich das genau sagen, da ist das Problem, dann grabe ich da, dann gucke ich, sehe ich den Gang. Wenn es komisch ist, dann warte ich einen Tag, schaue wieder, aha, war es nur ein Ausgang oder haben sie es zugemacht. Und ansonsten stelle ich meine Falle, dann mache ich da ein bisschen rum. Meine Jungs sagen immer ein bisschen ein Zauber. Dann bin ich halt da ein wenig unterwegs, laut. Und dann habe ich sie. Und die kriegt dann der Hund, wenn er gerade in der Nähe ist. Also ich hoffe jetzt, dass keiner vom Tierschutz hier ist. Ich finde das völlig legitim. Ja, weil ich brauche auch was zum Essen. Ja, und das, wie gesagt, ich arbeite auch lieber vorbeugend. Ich halte es da ganz mit dem Pfarrer Kneipp. Ich gucke, was bei mir wächst. Das hat er immer gesagt, ihr müsst schauen, was bei euch wächst, ums Haus rum und es gehört zu euch, nicht vernichten. Ja? Bei uns wächst ganz viel der Holunder, die Brennnessel, der Beinwell hat sich angesiedelt, also er lässt sich überhaupt nicht beruhigen. Also Franzosenkraut habe ich jetzt sehr gehabt, mein Gott, könnte man sich ja neu steigern, tue ich natürlich auch. Aber was mache ich in der Regel? Ich mache Jauchen und aus Brennnessel mache ich auch zum großen Teil einen Kompost. Sagenhaft. Die Qualität von Brennnesselkompost ist unübertroffen. Ja, den Alant habe ich noch. Ich mache vorbeugend Jauchen, die ich einfach stehen lasse, ein bisschen weiter weg von der Haustür. Und die bringe ich dann aus. Und so komme ich eigentlich ganz gut klar. Ich brauche nichts, ich brauche gar nichts von extern. Ich brauche keinen Dünger. Ich habe meine Komposte. Da muss ich auch sagen, also wer einen Sauerteig machen kann, der kann einen Kompost machen. Ich weiß gar nicht, da gibt es Bücher über Kompost. Also wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, um Gottes Willen, das würde ich nie, würde ich das können. Also gar kein Problem. Ein bisschen gesunder Menschenverstand und los geht's. Ich setze das Ding einmal um und voller Würmer und bringe es wieder aus. Also ich habe jetzt was Neues aufgenommen vor 2 Jahren. So einfach, dass ich da nie drauf gekommen bin. Ein Tomatenkompost. Ich habe einfach meine Tomaten im Herbst raus, zack, in so Holzkiste da rein, so alte Holzkiste rein. Obendrauf habe ich ein bisschen mischt, vom Esel, glaube ich. Und habe nichts gemacht. Und im darauffolgenden April hatte ich eine sagenhafte Erde. Und da habe ich meine Tomaten rein und wunderbar. Ohne auch nur ein bisschen Arbeit investiert zu haben. Also ganz stressig ist es nicht. Was auch ein großes Thema von mir ist und was mir sehr am Herzen liegt, das ist das Tauschen. Ich kann nicht alles einbauen. Ich habe jetzt schon mehrmals gesagt, dass ich ja jeden dritten Tag Brot backe und sonstige Sachen. Ich kann aber da oben kein Getreide einbauen. Dazu haben wir zu wenig ebene Flächen und der Aufwand wäre einfach zu groß. Ich habe es schon ausprobiert auf kleinen Flächen, das gelingt auch gut, aber dann kommt das nächste mit dem Dreschen mit. Also das passt einfach nicht. Da tue ich meine Energie noch falsch verschwenden. Vielleicht fällt mir noch was ein. Aber da bin ich immer noch auf der Suche nach jemandem, der sagt, Mensch, ich bin Getreidebauer, ich würde gern mit dir tauschen. Und mein erstes Tauschmittel ist der Honig. Dadurch, dass ich so viel Honig habe, warum auch immer sie mir so viel Honig schenken, ich bin immer ganz, ganz begeistert, kann ich mit dem Honig, ich verkaufe ihn auch, aber ich tausche auch sehr gern mit ihm. Im Herbst konnte ich dann auch Birnen und Äpfel tauschen gegen Honig. Manchmal habe ich auch Ziegenfleisch. Ja. Und was letztes Jahr, als ich hier einen Vortrag gehalten habe, habe ich auch so einen Aufruf gemacht und habe gesagt, Mensch, ich habe so viel Wolle noch von den Schafen und die habe ich gefärbt und ich komme überhaupt nicht zum Stricken, wäre denn hier keine Strickerin, ja, die mir vielleicht gegen Honig stricken würde. Und ich habe sie jetzt an den Füßen. Das ist doch eine Sensation, meine Wolle und mir wurden diese Socken gestrickt. Ich kann das nicht, also das kann ich einfach nicht, habe ich auch keine Geduld, ja, also so schöne Socken zu stricken. Und die Dame bekam, die ist jetzt leider heute nicht hier, hätte sie extra gelobt, die hat, bekommt von mir Honig und ist auch glücklich. Und ich bin mir sicher, dass sie auch was finden. Ich mache es auch so, ich erwirtschafte ja so in Anführungsstrichen nicht. Ja, die ganze materielle Last, das liegt ja eigentlich auf meinem Mann. Natürlich, wenn man das umrechnet, ist das schon sehr viel. Weil ich kaufe im Schnitt, im Monat, also alles für 300 Euro was ein. Jetzt sind wir, also
zwei, ein Sohn ist auch gerade wieder da, drei, also fünf Personen zu Hause, mit Kleider, mit allem. Das ist natürlich nichts. Ja, ich habe sogar schon, kann man hier mal sagen, Stress mit dem Finanzamt gehabt, ja, weil sie gesagt haben, wir hätten zu wenig Privatentnahmen. Ja, dann habe ich gesagt, da sind sie, mitkommen, ja, sehr gerne in meinem Garten. Ja, hat sich dann alles in Luft aufgelöst, aber ich kann das sehr, sehr genießen und ich tausche auch gerade Kleider. Warum soll man immer alles neu kaufen? Warum eigentlich? Ich tausche aber nur Qualität gegen Qualität. Und dann ist das doch eine feine Sache. Ja, jetzt möchte ich gern mal noch einen Ausblick geben fürs kommende Jahr. Oh, ist ja kurz vor fünf, gell? Also jedes Jahr, das muss ich jetzt aber ablesen, weil das ist ein Rezept, das kann ich noch nicht, gell? Jedes Jahr versuche ich etwas Neues dazu zu machen. Und ich habe dieses Jahr ein bisschen Zeit gehabt zu lesen, beziehungsweise letzten Winter, und habe über den Adalbert Stifter gelesen. Das ist nicht nur ein Dichter, sondern der hat ein Faible gehabt für seine Rosen. Und der hat mit diesen Rosen mal Erfolg gehabt, mal weniger, und hat einfach festgestellt, wenn er die Blütenblätter von den Rosen sammelt und die als Teeauszug wieder an die Wurzeln gibt, stärkt er diese Pflanze so ungemein, dass sie noch mehr blüht. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, fürs kommende Jahr, ich werde das mit ermüdeten Obstbäumen machen, dass ich die Blüten sammle, dann die Blätter und dann auch Früchte und einfach daraus Teeauszüge mache und an die Wurzel gebe. Und wo ich es noch direkter merken werde, das ist bei der Gurke. Das ist jetzt aber fürs nächste Jahr, das will ich unbedingt ausprobieren, ob man da nicht noch einen stärkeren Ertrag bekommt. Ich bin mal gespannt. Ich kann mir auch nicht so viel vornehmen, weil dadurch, dass ich eh schon so viel mache, muss ich schauen, dass ich ein bisschen langsam tue. Dann wollen wir ja eine neue Quelle fassen. Und wenn es noch trockener wird, dann müssen wir über eine Tröpfchenbewässerung nachdenken. Bevor ich jetzt zum Schluss komme, habe ich noch einen Aufruf in eigener Sache. Und zwar geht es um unsere Uschi, das ist unser Esel. Uschi ist, glaube ich, trächtig. Und würde im Juli wahrscheinlich Nachwuchs bekommen. Und es muss auch dringend sein, weil ich habe nicht die Zeit, mich so viel um Uschi zu kümmern. Und die Jungs haben gerade was anderes zu tun. Esel allein geht gar nicht. So. Und entweder bleibt Uschi mit ihrem Nachwuchs oder Uschi geht. Und ich glaube schon, dass es auf der Welt jemanden gibt, der vielleicht gern mal bei mir am Hof wäre. Der sagt, oh, ich wollte schon immer einen Esel. Ein Esel ist ja eigentlich, Esel ist ein halber Mensch, gell? Das Esel ist was Unglaubliches. Und ich würde das gerne mitmachen. Also was ich damit meine, nach dem Esel gucken, spazieren gehen, Kinder draufsetzen, die macht alles mit, das ist eigentlich ein Therapieesel. Aber ich kann es so nicht mehr stehen lassen. Ich schaffe das einfach nicht mehr. Und da muss ich einfach auch nach der Familie schauen und sagen, gut, da beginnen andere Interessen groß zu werden. Und ich selber kann das so nicht mehr. Also falls jemand eine Idee hat, freue ich mich sehr. Und ich bin auch auf der Suche nach ein oder zwei deutschen Edelziegen, Milchziegen. Ich muss eine leider schlachten, die war einfach zu alt. Bin auf der Suche. Jetzt schicke ich es mal hier raus. Also es kann nicht jeder Selbstversorger sein oder werden, aber ich möchte Sie doch mal ermutigen, diesen Gedanken aufzunehmen. Bei sich selber zu schauen, was Sie machen können. Weil die Ohnmacht, die einen zurzeit so beschleichen kann, wenn man das Radio anmacht, Fernseher haben wir ja gar nicht, da tut mir das einfach gut. Und meine Kinder, die würden jetzt wieder alle sagen, was bringt denn dir das? Ne? Du schuftest von morgens bis abends, weg kannst du auch nicht. Und das kann man doch alles kaufen. Mama, lass es doch. Also ich sage halt, mir bringt es Lebensfreude. Ich bin total zufrieden. Irgendwie macht es Sinn, das Ganze. Und ich kriege auch nur etwas zum Essen. Und ganz zum Schluss, diese Qualität, und das ist mir so wichtig mittlerweile, die können Sie nirgends kaufen. Vielen Dank fürs Zuhören.